Jesus sagt, lass all deine Träume und all deine Lieben los. Übergib alles mir. 15. April 2015. Worte von Jesus an Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann: Wir verlassen diesen Ort sehr bald. Viele von uns haben unerfüllte Hoffnungen und Träume. Alle von uns haben Dinge, die wir tun hätten können oder tun hätten sollen. Und jetzt ist es zu spät. Die Wünsche und Erwartungen des Lebens auf dieser Erde, wer wir sein wollten, wer wir wirklich sind, die Träume, die wir als Kinder hatten, dann als Teenager und Erwachsene, Träume von einer Familie, Träume von einer Karriere, Träume von Liebe und was wir werden wollten. Jesus antwortete: Im Himmel werde ich euch ein neues Herz, einen neuen Geist und eine neue Berufung geben mit allen Extras, die ihr immer wolltet und niemals hattet. Im Himmel werden die Möglichkeiten endlos sein, eure Liebe für mich auszudrücken und euren Brüdern und Schwestern zu dienen. Die Gelegenheiten endlos, tiefe und anhaltende Beziehungen zu formen und geliebt zu werden. Denn im Himmel werdet ihr die Vollendung aller Hoffnungen und Lebensträume erleben. Ich bin gegangen, um einen Ort für euch vorzubereiten. Wirklich einen Ort für euch, wo all eure Lieblingssachen sind, eure ganze Familie, eure Haustiere und eure geliebten Tiere. Alle sind dort und warten auf euch in eurer ganz eigenen Behausung. Nichts wird euch im Himmel verweigert werden. Ihr werdet davon träumen und es wird zum Vorschein kommen. Sehnt ihr euch nach Fähigkeiten, die ihr niemals meistern hättet können hier auf Erden? Ihr werdet damit ausgestattet sein. Nie mehr werdet ihr Frustrationen und Enttäuschungen erleben. Wo immer ihr euren Fuß hinsetzt, werdet ihr Glück, Freude und Erfüllung finden. Und meine Bräute, ihr werdet mich immer vor euch haben. Ihr werdet mich in der großen Versammlung anbeten. Ihr werdet mich im Wald anbeten, am Strand, in der Savanne. Danksagung und Anbetung wird die eigentliche Sprache eures Herzens und eures Geistes sein. Niemals ein dunkler Gedanke. Immer wird euch der Glanz der Wahrheit rundherum umgeben. Einige von euch haben niemals ein Leben ohne Angst gekannt. Im Himmel gibt es keine Angst. Einige von euch haben niemals echte und anhaltende Freude gekannt. Das Leben hat euch immer wieder beraubt. Aber im Himmel werdet ihr Freude leben. Sie wird durch eure Venen fließen. Einige von euch konnten niemals tiefe und bedeutungsvolle Beziehungen formen. Im Himmel werden echte Freunde überall sein. Ich werde mit euch tanzen, mit euch schwimmen und mit euch entdecken, und wir werden die Fülle des Lebens und die exquisiten Bereiche des Göttlichen erleben. Die Kindheit, die ihr niemals hattet, wird wiederhergestellt werden für euch. Eure Eltern werden euch mit ihrer Liebe begleiten. Die Dinge in euch und in ihnen werden geheilt und die schiefen Wege begradigt sein. Bald werdet ihr mit mir in eurem neuen Heimatland sein. Ein Leben in totaler Freiheit. Ein Leben voller Möglichkeiten. Ein Leben, wo Anbetung die Luft ist, die ihr einatmet. Kommt jetzt, meine Bräute, lasst alles zurück, entfernt euch von dieser Welt. Ich habe eure Familie und Freunde, die zurückgelassen werden, in meiner Hand. Eure Liebesgebete für sie haben mein Herz erreicht und ich bin berührt wegen euch. Sie werden schon bald bei euch sein und wie die Sonne leuchten und Heiligkeit ausstrahlen. All ihre schiefen Wege werden begradigt sein und sie werden nur dafür leben, mich zu erfreuen.
Diese Dinge verspreche ich euch an diesem Tag. Ihr könnt jetzt loslassen, denn eure Arbeit hier ist zu Ende. Aber euer ewiges Leben ist erst am Anfang. Ich liebe euch, meine Schätze, mit einer Liebe, die keine Grenzen kennt. Ich segne euch jetzt und bitte euch dringend, eure Augen auf den Himmel zu richten, denn ich komme. Übergebt all eure Träume, eure Hoffnungen, eure Wünsche und alles, was ihr immer tun wolltet, mir. Alle Dinge, die ihr verpasst habt, all eure Pläne, die geplatzt sind, all eure Hoffnungen, die niemals Wirklichkeit wurden, alles, was ihr lernen wolltet, aber irgendwie ist es nicht so gekommen. Alles, was ihr geben wolltet, aber es nicht getan habt. Übergebt mir all eure Träume, all das, was ihr tun hättet können, alles, was ihr tun hättet sollen. Gebt mir die wunderbaren Erinnerungen, die traurigen Erinnerungen und die unerfüllten Träume, die Dinge, die ihr niemals beendet habt, die Durchbrüche, die niemals kamen. Überlasst mir jene, die ihr liebt, jene, die euch verletzt haben, all eure Herzschmerzen, jene, die ihr niemals erreicht habt mit meiner Liebe, jene, die ihr verletzt habt und die euch niemals vergeben haben. Sagt Lebwohl zu den zerbrochenen Beziehungen, zu den entfremdeten Kindern, zur Familie, die weit weg ist. Nehmt Abschied von den Großkindern, die ihr niemals zu sehen bekommen habt, die ihr niemals geküsst habt, von den Zeiten, in denen ihr nicht gesagt habt, ich liebe dich, von den Zeiten, in denen ihr nicht um Vergebung gebeten habt. Übergebt alles mir, alles, was ihr jemals getan habt, alles, was ihr nicht getan habt, was niemals gewesen ist, legt es mir zu Füßen, auch alles, was ihr wünscht, dass ihr es anders getan hättet. Übergebt alles.